Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Chaya, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich jetzt mal angucken würden. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, aber eins muss ich Ihnen sagen, dieser Auftritt eben, der war unsäglich und der war unverschämt, dem Parlament gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber und den Flüchtlingen gegenüber. Sie bringen hier einen Gesetzentwurf ein, über den wir diskutieren sollen. Ihnen fällt nichts anderes ein, und zwar seit Jahren, als zu sagen, der Allert ist schuld, die Grünen sind schuld, die Linken sind schuld, die Flüchtlinge sind schuld, nur Herr Chaya ist nicht schuld. Herr Chaya macht immer alles richtig. Das, Herr Chaya, finde ich, muss irgendwann mal vorbei sein, weil wir jetzt am Ende der Legislaturperiode angekommen sind und Sie müssen irgendwann mal aufzeigen, erstens, was Sie geändert haben im Bereich der Flüchtlingspolitik, zweitens, was Sie in der verbleibenden Zeit noch ändern wollen. Das haben Sie bisher nicht getan. Und Herr Chaya, Sie sind der verantwortliche Senator. Sie stecken dafür übrigens auch das Geld ein. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt von Ihnen, wenn wir hier sagen, erstens müssen Sie Entscheidungen treffen, zweitens tragen Sie politische Verantwortung. Das ist das Mindeste, was man von einem Senator verlangen kann. Nichts davon, Herr Chaya, tun Sie. Das ist etwas wenig. Und Sie haben, die waren nicht in der Lage, wie Sie großmundig angekündigt haben, die Strukturen im Lageso zu verändern. Und zwar so, dass dieses Lageso entsprechend der geltenden Gesetze arbeiten kann. Sie haben Arbeitskreise geschaffen, Taskforces, runde Tische, alles Mögliche, da wird den ganzen Tag geredet, da wird offensichtlich die Welt auch schön geredet, weil alle, die da drin sind, finden, es läuft super, aber es passiert nichts. Es verändert sich einfach nichts, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Und jetzt haben Sie eine neue Idee. Nachdem alles nichts geklappt hat, schmeißen Sie die Löffel, sagen, wir machen jetzt was ganz Neues, wir bauen uns mal eine neue Behörde. So, 10 Stabsstellen sind klar, der Rest ist unklar. Wann die Behörde anfängt, ist unklar, was die Behörde machen soll, ist unklar, wo die Behörde sitzen soll, ist unklar. Und nichts haben Sie dazu heute gesagt, nichts konnten Sie beantworten. Sie haben keine Idee, was Sie mit dieser Behörde wollen, Sie haben keinen Plan, wie Sie was verändern wollen. Das ist völliger Unsinn. Und wenn, solange Sie nicht in der Lage sind, unsere Fragen zu beantworten, werden wir in diesem Hause einer solchen Behörde nicht zustimmen.